Seit Jahrtausenden finden auf deutschem Boden Kriege statt. Kämpfen Menschen hier um Land, Macht, Geld, Religion und sterben dafür. In dem Massengrab lagen 47 Männer. Und die meisten von diesen Männern waren mit solchen Pistolenkugeln in den Kopf getroffen worden. Überall in Deutschland entdecken Archäologen verborgene Spuren großer Schlachten. Von der Bronzezeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich zwei tote deutsche Soldaten. Für die Kämpfe an der Oder 1945 gibt es noch Zeitzeugen. Und dann kam das wie eine Feuerwalze auf einen drauf zu. Die Erde zittert. Sogar die Identität der Toten gibt der Boden hier zuweilen preis. Andernorts sind die Fundstücke wie ein Geheimcode. Stück für Stück entschlüsseln die Forscher, was hier geschah, vor vielen Jahrhunderten. 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland. Jetzt in ZDF History. Die Spurensuche beginnt im Nordosten der Republik, 50 Kilometer nördlich von Neubrandenburg. Nahe des Dörfchens Welzin fließt die Tollense, ein kleiner Fluss, der es in sich hat. Das haben Ronald und Hans-Dietrich Borgwardt erlebt, als sie vor Jahren etwas entdeckten, das ihr Leben verändert hat. 1996 beim Paddeln auf der Tollense finden sie menschliche Knochen. Spuren eines Verbrechens? Oder stammen sie aus dem letzten Krieg? Ja, mein Vater hatte den Zweiten Weltkrieg in Verdacht, aber geglaubt hat man es mehr nicht. Ne? Und dann habe ich mal einen Oberarmknochen gefunden mit einer eingeschossenen Pfeilspitze. Und da war klar, dass es mindestens Bronzezeit ist. Auch in der Bronzezeit, die vor rund 3000 Jahren endete, wurde gemordet. Der Fund zweier Holzkeulen in der Nähe der Knochen könnte aber auf einen größeren Kampf hinweisen. Archäologen und Taucher sehen sich den Fluss genauer an. Schon der erste Tauchgang hält eine Überraschung bereit. Im trüben Wasser sind Menschenreste, Knochen und Schädel zu sehen, sehr gut erhalten und über weite Strecken verteilt. Was ist hier geschehen? Die Experten der archäologischen Denkmalpflege aus Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen stehen vor einem Rätsel. Am Anfang haben wir gedacht, dass es sich bei diesen Menschenresten, die ja auch nicht mehr in anatomischem Verband liegen, um quasi abgeschwemmte Leichen, Menschenreste handelt. Zuerst wird das Alter der Knochen bestimmt, dann wird gegraben. Denn dass sich hier vor 3300 Jahren etwas Ungewöhnliches ereignet hat, steht fest. Kaum einen Meter unter der Oberfläche werden weitere Knochen entdeckt. Auch im Uferbereich finden sich Schädel und Reste von Menschen. Sie starben wohl alle eines unnatürlichen Todes. Was geschah im dünn besiedelten Tollensetal um 1300 vor Christus? Der Fluss war damals wohl strategisch bedeutsam und schwer zu überqueren. Und das würde bedeuten, dass vielleicht eine Gruppe versucht hat, hier den Fluss zu queren, auf die andere Gruppe getroffen ist und sich dann im Zuge dieser Kampfhandlung die ganzen Ereignisse entlang des Flusses abgespielt haben. So könnte es gewesen sein. Eine Gruppe Händler oder Krieger gerät in einen Hinterhalt. War es Raubmord? Vielleicht um wertvolle Bronze zu erbeuten? Oder ging es um viel mehr? 180 Kilometer westlich am Schweriner See liegt Schloss Willigrad. Bis 1918 Sommerresidenz der Herzöge von Mecklenburg. Heute Sitz des Landesarchäologen. Seit 2004 wird hier versucht, das Geschehen vom Tollensetal zu rekonstruieren. Inzwischen sind es mehrere tausend Funde. Die Schlachtfeldforscher entdecken immer neue Verletzungsspuren. Deshalb sind sich die Archäologen sicher, an der Tollense liegt ein gewaltiges Schlachtfeld, vielleicht sogar das älteste, das bisher in Europa gefunden wurde. In diesem Schädel blieb eine Bronzepfeilspitze stecken.
Spuren von tödlichen Verletzungen, verursacht von Pfeilen und Lanzen. Welche Geschichten erzählen die Knochenfunde von der Tollense? Es ist eine detektivische Arbeit, mit Hilfe modernster Verfahren. Ein 3D-Bild der Knochen gibt Hinweise darauf, mit welcher Waffe der Kämpfer getroffen wurde. War es ein Stoß aus nächster Nähe oder zerstörte ein geschleuderter Speer diese Knochen? Da handelt es sich um einen Hüftknochen, in dem eine Verletzung beobachtet wurde von den Anthropologen, die darauf hinwies, dass es eventuell eine Verletzung durch eine Lanzenspitze ist. Das 3D-Modell öffnet den Blick ins Innerste des Knochens. Schusskanäle werden sichtbar und geben Aufschlüsse darüber, ob es ein Pfeil oder eine Lanze war, die den Tod brachte. Wir konnten eine Übereinstimmung herausfinden zu einer kleinen Pfeilspitze und weniger Übereinstimmung mit einer Lanzenspitze, die eine ganz andere Verletzungsform und Größe hervorgerufen hätte. Die meisten Verletzungen stammen von Pfeilspitzen wie dieser. Klein, scharf und fast immer tödlich. Waffen gemacht ausschließlich zum Töten von Menschen. In der Bronzezeit vor rund 3.000 bis 4.000 Jahren werden zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit tödliche Waffen in Serie hergestellt. Mit einfachen Mitteln lassen sich Dutzende Pfeilspitzen gießen. Die Menge der im Tollensetal gefundenen Waffen zeigt, hier fand nicht nur ein kleiner Überfall statt. Wir können sagen, dass wir auf rund 300 Quadratmetern knapp 80 Individuen nachweisen können. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, also wenn man davon ausgeht, dass wir etwa 10% untersucht haben, sind wir also sehr schnell bei einer Größenordnung von vielleicht 800 Toten. Es gibt Vergleiche, Auseinandersetzungen in Nordamerika, die auch mit Pfeil und Bogen ausgetragen wurden, wo man weiß, dass etwa 20% der beteiligten Menschen tatsächlich zu Tode kommen. Also wenn man das dann hochrechnet, ist man also sehr schnell bei möglichen Teilnehmerzahlen von 4.000 Personen. 4.000 Kämpfer und das 1300 vor Christus. Doch wer kämpfte hier an der Tollense und worum ging es? Die Archäologen suchen die Antwort im Erdreich. Geologen der Universität Greifswald verstärken das Team. Sie sollen das Gelände rekonstruieren, denn das Flusstal hat sich im Verlauf der Jahrtausende verändert. Die Bohrungen in die Vergangenheit bringen Schichten zutage, die zeigen, Menschen haben hier in der Bronzezeit Dämme und Wege gebaut. Ja, haben also unten drunter Torf, ja, dann kommt eine Holzunterkonstruktion, kommen die Sande oben drauf, man sieht hier dünnere Ästchen, Reisig mit dabei. Ja, und dann ist dieser Damm mit Sand künstlich aufgehöht worden. Und irgendwann später, als dieser Damm nicht mehr weiter verwendet wurde, ist dieses Moor quasi hinterher oben drüber gewachsen. Und wir haben überhalb dieses ehemaligen Dammes dann Torf, der wieder oben drüber gewachsen ist und diesen Damm im Prinzip heute unsichtbar konserviert hat. Ein aufgeschütteter Weg führte hier durch den Sumpf des Tollensetals. Die Holzerdekonstruktion war eine Verkehrsader der Bronzezeit, mit einer Brücke über den Fluss, der sich nur an dieser Stelle überqueren ließ. Mit diesem Damm stellen wir uns vor, dass wir möglicherweise sogar tatsächlich den Ausgangspunkt fassen können, dass diese Talquerung eine Rolle für dieses Gewaltereignis, für diese Schlacht spielte. Und so könnte sich die Schlacht an der Brücke abgespielt haben. Zwei bewaffnete Gruppen treffen aufeinander. Es kommt zum Gefecht. Zuerst mit Pfeil und Bogen, dann Mann gegen Mann. Die Gefallenen werden vermutlich von den Siegern in den Fluss geworfen und vom Ufersediment konserviert. Noch ist unbekannt, wer die Kämpfer waren. Eine der Parteien, so lassen Knochenreste vermuten, stammt nicht aus der Region. Räuber oder Eroberer? Vielleicht werden dies weitere Untersuchungen klären. Das nächste Schlachtfeld ist rund 1500 Jahre jünger und stammt aus der römischen Kaiserzeit. 50 Kilometer südwestlich von Braunschweig liefern sich Germanen und Römer eine Schlacht am Rande des Harzes. Denn seit der Zeit um Christi Geburt herrscht Krieg zwischen der Weltmacht Rom und einigen germanischen Stämmen. Im Jahre 9 verliert Rom 3 Legionen in den dunklen Wäldern Germaniens. Der Sieg des Arminius oder Hermanns wird später zum Gründungsmythos der Deutschen.
Lange Zeit galt, römische Legionen haben das freie Germanien östlich des Rheins danach gemieden. Doch 2008 finden Sondengänger merkwürdige Metallstücke. Die haben die Sachen mit nach Hause genommen, sauber gemacht, angeschaut und wussten letztendlich nicht, was es war. Bis dann eben der Herr Schütte das ins Internet gestellt hat mit der Frage, was ist das überhaupt, kann jemand das bestimmen? Und da kam dann eben die Information, dass es römisch wäre. Kann das sein? Der Rhein ist fast 300 Kilometer entfernt. Das ist eine Hipposandale, ein Hufschutz für Maultiere oder eben auch Pferde, der also wirklich nur von den Römern verwendet wurde. Sie sehen hier unten noch Rillen, ansatzweise Rillen. Also es sollte zum einen der Huf des Pferdes geschützt werden, aber die Pferde sollten auch im schwer zugänglichen Gelände mehr Halt bekommen durch diese Sandalen. Der riesige Wald wird systematisch nach Metallfunden abgesucht. An den unmöglichsten Stellen piept die Sonde. Sandalennagel. Überall, wo Römer liefen, blieben sie im Boden zurück. Pfeilspitze. Und überall finden sich ihre Waffen. Ich hab, glaube ich, eine Pfeilspitze. Zum Kommen. Jeder Fund wird eingemessen und kartiert. Bald zeigt sich, der ganze Wald ist voll mit den Resten einer großen Schlacht. Es war also unfassbar, also das kann man gar nicht nachvollziehen. Wir haben das Gerät angestellt und innerhalb einer Minute hatten wir schon die ersten Funde. Fast ausschließlich handelt es sich um militärisches Gerät, Waffen und Ausrüstung der Legionäre. Aufregung, Adrenalinschub, also ich konnte es einfach nicht glauben. Und vor allen Dingen, es hat sich ja relativ schnell gezeigt, dass wir hier ein Schlachtfeld haben. Ein Schlachtfeld, davon haben wir überhaupt nur wenige. Und insofern war das absolut faszinierend. Über 3000 Metallgegenstände werden entdeckt. Sie sind zum Teil unglaublich gut erhalten. Die Fundverteilung erlaubt den Archäologen einen einmaligen Blick zurück in die Vergangenheit. Als hier ein großer Kampf stattfand. Ob wie bei der Varusschlacht mehrere Legionen daran beteiligt waren, lässt sich schwer abschätzen. Vor allem, weil das steile Gelände am Harzhorn für einen Kampf fast ungeeignet erscheint. Deshalb wird Unterstützung aus Berlin geholt. Archäologen der Freien Universität helfen dabei, das Geschehen zu rekonstruieren. Michael Mayer, einer der führenden Germanenexperten, ist vom Fundplatz angetan. Wir haben uns das nicht vorstellen können, dass die Germanen tatsächlich auch vor der eigenen Haustür mit der massiven römischen Militärmacht konfrontiert waren. Ja, bislang sieht unser Bild so aus, die Germanen fallen ins Römische Reich ein, aber die Römer sichern nur ihre Grenze und machen das vielleicht ein bisschen im Vorfeld. Also die Germanen könnten sich nach diesem alten Modell zu Hause sicher fühlen und waren eben gleichzeitig auch in der Lage, den Römern empfindliche Nadelstiche zuzuführen. Und das müssen wir jetzt anders bewerten. Also die Germanen sind tatsächlich in ihrer eigenen Heimat mit Rom, mit der römischen Armee konfrontiert. Lange gingen Historiker davon aus, dass sich die Römer nach der Varusschlacht hinter den Limes zurückzogen und sich weitgehend auf seine Verteidigung beschränkten. Wer also hat am Harzhorn gekämpft und vor allem wann? Das Finderglück gibt auch darauf eine Antwort. In Form von Münzen. Also wir haben gerade jetzt hier im Bereich dieser Mergelkuhle 9 Silberdinare fassen können. Silberdinare der severischen Kaiser. Und die beiden jüngsten Münzen, die sogenannten Schlussmünzen, bilden den Kaiser Severus Alexander ab, der von 222 bis 235 regierte. Dies ist die jüngste Münze, die allerdings 228, das wissen wir, geprägt wurde. Das heißt, die Schlacht muss nach 228 passiert sein. Münzen wie diese sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Datierung. Severus Alexander ist 14 Jahre alt, als er als Kaiser den Thron besteigt. Die Macht hat Julia Mamaea, seine Mutter. Doch das Imperium ist in Gefahr. Im Osten überfallen die Perser, im Norden die Germanen die Grenze. Anfang 235 fallen Severus und seine Mutter in Mainz einem Soldatenaufstand zum Opfer. Mit Maximinus Trax, dem Nachfolger, beginnt die Epoche der Soldatenkaiser.
Noch im selben Jahr marschiert Trax ins freie Germanien. Lange Zeit glaubte man, er habe Stämme im Gebiet des heutigen Württemberg bekämpft. Doch der Fund am Harzhorn deutet in eine andere Richtung. Vermutlich stieß er bis zur Elbe vor. Auf dem Rückweg ins Winterlager nach Mainz passieren seine Legionen das Harzhorn. Hier in den dichten Wäldern geraten sie in einen germanischen Hinterhalt. Die Auswahl dieses Platzes für eine Schlacht gegen die Römer ist aus militärstrategischer Sicht genial. Es ist wirklich das Nadelöhr par excellence auf einer sehr langen Strecke. Das heißt zum einen, was für mich als Germanenforscher auch schon mal eine wirkliche Überraschung war, dass die Germanen einfach sehr gute Kenntnisse in dieser Zeit von überregionalen Verkehrstrassen hatten. Und zum anderen, dass sie einen klaren Blick für geostrategische Situationen haben. Also wo kann man am besten einen solchen Engpass zumachen? Ein wichtiges Hilfsmittel für die Archäologen ist eine Laserscan-Luftaufnahme, die das Areal ohne Bewuchs zeigt. So werden jahrtausende alte Wege und Spuren sichtbar. Das hilft, die Schlacht zu rekonstruieren. Also wie können wir uns das erklären? Also ich denke, das plausibelste Modell für die ganze Geschichte ist immer noch das, dass die Römer wirklich auf dieser alten Trasse hier aus dem Norden zum Harzhorn vorgerückt sind. Und so könnte sich die Schlacht abgespielt haben. Mindestens eine Legion, das heißt 2.000 bis 3.000 Mann, durchquert das Harzhorn. Der Hauptteil der Truppen hat den Engpass längst passiert, als die Germanen aus dem Hinterhalt angreifen. Wer geht als Sieger vom Feld? Anders als bei der Varusschlacht sind die römischen Truppen des 3. Jahrhunderts beweglicher und hochspezialisiert. Neben schwerer und leichter Reiterei gibt es sogar eine richtige Artillerie. Die Germanen dagegen kämpfen nach alter Art mit Axt, Schild und Schwert. Ein Vorteil im Nahkampf. Doch was passiert, wenn römische Geschütze feuern? Funde weisen darauf hin, dass die Römer in der Schlacht einen sogenannten Scorpio einsetzten. Ein Experiment soll seine Durchschlagskraft testen. Also das symbolisiert jetzt im Grunde genommen ein Schild oder zwei Schilde nebeneinander. Und jetzt versuchen wir da mal zu treffen. Schauen wir mal, was wir da für eine Wirkung haben. Mit großer Wucht trifft der Pfeil sein Ziel in über 100 Meter Entfernung. Kein germanisches Eichenschild hätte einem solchen Eisenbolzen standgehalten. Wie viele in der Schlacht am Harzhorn starben, bleibt ungeklärt. Die Sieger aber sind wohl die Römer. Kaiser Maximinus Trax erhält den Ehrentitel Germanicus Maximus, größter Germanenbezwinger. Das freie Germanien aber bleibt frei. 1000 Jahre später. Bei Liegnitz in Niederschlesien, bis 1945 preußische Provinz und heute Polen, liegt der kleine Ort Wahlstadt. Das ist mittelhochdeutsch und heißt Schlachtfeld. Auf den Feldern rund um Legnitzki-Pole, wie Wahlstadt heute heißt, wird 1241 eine entscheidende Schlacht geschlagen. 800 Jahre später erinnert nur noch wenig an diesen Kampf, von dem damals das Schicksal ganz Europas abhing. Mongolische Reiterhorden nähern sich Schlesien. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist in Gefahr. Auf diesen Feldern stellt sich ihnen ein polnisch-deutsches Ritterheer entgegen. Noch im späten Mittelalter wird für diesen Ort der Name Wahlstadt verwendet. Und daran kann man ersehen, dass es eben wirklich eine sehr große und beeindruckende Schlacht gewesen sein muss. Denn Wahlstadt bedeutet Leichenfeld oder eben wirklich Schlachtfeld. Wo genau der Kampf stattgefunden hat, ist nicht überliefert. Deshalb macht sich ein Team von Archäologen aus Deutschland und Polen auf die Suche. Der Überlieferung nach steht an der Stelle, an der man nach der Schlacht den Leichnam des Herzogs von Schlesien fand, eine Kirche. Die Mongolen machten keine Gefangenen. Die Kämpfe waren unvorstellbar grausam. Allen Toten wurden die Ohren abgeschnitten. Der Kopf des Herzogs von Schlesien auf eine Lanze gespießt. So wollten die Mongolen Liegnitz zur Kapitulation zwingen. Doch es kommt anders.
Wohin die Reiterhorden auch kommen, sie bringen Terror, Tod und Verwüstung. Sie sind schnell und wendig. Die Ritterheere haben wenig entgegenzusetzen. Hier irgendwo kam es zur Schlacht. Doch wo genau? Das in Frage kommende Gebiet ist mehrere Quadratkilometer groß. Fast 800 Jahre später noch Spuren zu finden, ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Hinzu kommt, um diese fruchtbaren Felder wurde nicht nur einmal gekämpft. Musketenkugeln. Vielleicht aus dem Siebenjährigen Krieg. 1760 besiegte Preußens Friedrich der Große hier die Österreicher und sicherte sich Schlesien. Man findet eigentlich überall Sachen, die mit dem Militär zu tun haben. Gerade hier bei Liegnitz sind im Laufe der Jahrhunderte mehrere Schlachten gewesen. Nicht nur diese Mongolenschlacht, es war eben ein sehr zentral gelegener, verkehrsgeografisch wichtiger Ort. Und hier haben sich immer wieder die Heere, die um Schlesien gekämpft haben, haben sich hier getroffen. So wie am 9. April 1241. Die Mongolenhorden von Batu Khan, einem Enkel Genghis Khans, sind in der Überzahl. Unaufhaltsam stürmt die sogenannte Goldene Horde aus den Steppen Innerasiens Richtung Schlesien. Ein Jahr zuvor haben die Mongolen Moskau und Kiew erobert. Ganz Europa ist in Gefahr. Diese Armee der Mongolen, es waren 10.000 bis 12.000 Mann sind das gewesen, eine Zehntausendschaft und Hilfstruppen, schon völlig ungehindert quer durch Schlesien gezogen war und hier alle Städte und Orte verheert hatte, der hier versucht, ihnen entgegenzutreten in einer offenen Feldschlacht und hat diese Schlacht komplett verloren. Hier irgendwo gingen Herzog Heinrich und sein polnisch-deutsches Ritterheer dem Untergang entgegen, vor rund 800 Jahren. Nach einer Woche intensiver Suche auf dem mutmaßlichen Schlachtfeld noch immer kein Fund. Zu groß ist das Areal. Die Stimmung ist gedrückt, die Archäologen wollen die Suche schon einstellen. Da meldet der Detektor einen Fund. Ja, das ist wirklich ein interessantes Stück, weil das also eigentlich mit allen Merkmalen nach einer Pfeilspitze aussieht. Das hat eben hier einen schönen schmalen Dorn, einen runden Dorn, dann hier so eine weidenblattförmige Spitze. Das wäre wohl ein europäischer Typ, ne? Denn die mongolischen sind deutlich massiver als dieses Stück hier. Und es ist auch eine Pfeilspitze, kein Armbrustbolzen. Pfeilspitzen groß genug, um die dickste Rüstung zu durchschlagen. Die mongolischen Reiter verfehlen ihr Ziel nur ganz selten. Sie sind treffsicher, auch im vollen Galopp. Die Truppen des Herzogs sind deutlich in der Unterzahl und sie sind unerfahren. Den listenreichen Mongolen haben sie wenig entgegenzusetzen. Kaum zu glauben, dass von so vielen Pfeilen heute nichts mehr zu finden sein soll. Ein großer schmiedeeiserner Nagel und eine Pfeilspitze haben eben das gleiche Signal. Und dadurch, weil auf diesen Äckern doch sehr viel im Laufe der Jahrhunderte abgelagert wird, muss man große Mengen von Funden ausgraben und schauen, was es ist. Und dadurch eben kann man auf so einem Acker wirklich Stunden verbringen. Ihre Geduld zahlt sich aus. Am Ende des Tages sind es mehrere hundert Funde. Etliche stammen aus der Mongolenschlacht. Für eine Analyse der Schlacht noch zu wenig. Doch die Archäologen wissen jetzt, wo sie weiter suchen müssen. Die Schlacht von Liegnitz hat unerwartete Folgen. Die Mongolen siegen vollständig, doch sie nutzen ihren Sieg nicht. Als in der Ferne ihr Großkhan stirbt, kehren sie um. Der Kampf um seine Nachfolge ist ihnen wichtiger als Europa. Das nächste Schlachtfeld stammt aus dem Dreißigjährigen Krieg. In Lützen kommt es zwischen Katholiken und Protestanten zu einer Schlacht, bei der sogar ein König fällt, den Deutschlands Protestanten als Retter verehrten. Fast 400 Jahre sind seitdem vergangen. Eine Gedenkstätte mit einem Monument von Schinkel steht an der Stelle, wo man den toten König fand. G.A. für Gustav II. Adolf von Schweden.
Am 6. November 1632 führt der protestantische Herrscher seine Truppen gegen das Heer des katholischen Kaisers. Im Getümmel der Schlacht gerät der kurzsichtige König zu nah an die feindlichen Linien. Viele Legenden ranken sich um den Tod des Königs. Genau dort, wo der Stein ist, wurde sein geplünderter, blutiger, vom Pferd angeschleifter Leichnam gefunden. Gustav Adolf fiel an anderer Stelle, wir wissen nicht mehr genau wo. Zuerst erhielt er einen Musketenschuss in den linken Arm, dann Schwertstiche, dann einen Pistolenschuss durch den Körper und schließlich einen Kopfschuss, der ihn sicherlich letztendlich tötete. In ganz Europa berichten Flugschriften über die Schlacht und Details vom Kampfgeschehen. In Lützen heißt Gustav Adolfs großer Gegenspieler Albrecht von Wallenstein. Der hatte das Lützener Schloss als Stützpunkt bezogen und vom Turm aus den Aufmarsch der Schweden beobachtet. 375 Jahre später sucht ein internationales Archäologenteam nach Zeugnissen der Schlacht. Dafür haben sie ein Areal südlich der Straße nach Leipzig gewählt, damals schwedisches Aufmarschgebiet. Das ist eine Pistolenkugel. Vielleicht. Ich bin mir da nicht sicher. Von dem Kaliber her würde ich sagen, entweder Pistole oder möglicherweise auch Karabiner. Diese beiden Waffen wurden von Reitern, von Kavallerie eingesetzt. Ich vermute mal von kaiserlicher Seite aus, weil die Schweden hinter der Infanterie keine Kavalleriereserven hatten. Zu entscheiden, ob das eine schwedische oder kaiserliche Kugel war, ist schwer. Schriftliche Quellen vom Schlachtverlauf helfen bei der Zuordnung. Wir haben jetzt insgesamt etwa 17.000 Einzelfunde, alle einzeln mit Koordinaten eingemessen. Davon sind sicherlich die etwa 2.500 Bleikugeln der Schlacht zuzuordnen. Und dann schätzungsweise noch mal etwa 1.000 weitere Funde, meistens Knöpfe, Schnallen, Pferdegeschirr und so weiter. Vom Fund auf die Besitzer zu schließen, ist nicht leicht. Damals gab es noch keine einheitliche Uniform und Munition. Doch die Kugelfunde zeigen, wo die Truppen damals fochten. Besonders hart verliefen die Kämpfe entlang der Straße von Lützen nach Leipzig. Dieselbe Straße gibt es heute noch. Sie markierte damals den Frontverlauf. Eigentlich müssten hier viele Massengräber zu finden sein. Archäologe Harald Meller ist der Erste, der gezielt danach suchen lässt. Genau hier an dieser Stelle, hier auf dem Schlachtfeld von Lützen, fanden die Archäologen ein Massengrab. In dem Massengrab lagen 47 Männer. Und die meisten von diesen Männern waren mit solchen Pistolenkugeln in den Kopf getroffen worden. 2011 führte eine dunkle Verfärbung im Erdreich die Archäologen auf die Spur dieses Massengrabs. Als die ersten Knochen auftauchen, wird ein besonderer Entschluss gefasst. Das Grab soll nicht vor Ort ausgegraben, sondern als Block geborgen werden. Doch der ist 4x5 Meter groß und wiegt 54 Tonnen. Der Block wird geteilt und nach Halle in die Restaurierungswerkstatt des Landesmuseums für Vorgeschichte gebracht. Ein halbes Jahr später sind die Skelette freigelegt. Zum ersten Mal kann man dem großen Morden ins Antlitz sehen. Ein Massengrab aus dem 30-jährigen Krieg. Die Knochen sind sehr gut erhalten. Eine Momentaufnahme vom tausendfachen Leid der Soldaten. Das ist ja toll. Für die Archäologen ist dieses Grab wie ein Lottogewinn, voll mit einzigartigen Informationen. Selten wurde ein Grab aus der Zeit des 30-jährigen Krieges so intensiv und akribisch untersucht. Das Massengrab von Lützen gibt uns ganz neue Einblicke in die Lebenswelt der einfachen Soldaten, die in den Geschichtsbüchern nicht vorkommen. Am Morgen des 6. November 1632 glaubte jeder von denen, er würde nach Hause kommen. Er fand sich Tage später weggeworfen in einer einfachen Grube. 47 Schicksale von den insgesamt 6.000 Toten der Schlacht.
Es gibt Überlieferungen vom Leiden und Sterben, auch von den Traumata der Überlebenden. Die Forscher wollen herausfinden, auf welcher Seite die Soldaten kämpften. Es gibt Auffälligkeiten. Bei Individuum 14 ist es eine unverschossene Kugel im Mund. Bei Individuum 16 ein Ohrring, den die Plünderer übersahen. Viele der Toten weisen Verletzungen auf, wie Individuum 17 mit einem Schwerthieb am Kopf. Die meisten Toten starben durch Kopfschüsse. Individuum 6 war 1,74 Meter groß, hatte zahlreiche verheilte Verletzungen aus anderen Schlachten. Die Patientenakte eines Soldaten. Todesursache: eine Kugel in den Kopf, Alter höchstens 26 Jahre. Und so sahen die todbringenden Waffen zur Zeit des 30-jährigen Krieges aus. Ungewöhnlich große Kaliber, passend zu besonders großen Waffen, originalgetreu nachgebaut von Armin König aus Oberfranken, dem Spezialisten für Waffen aus dieser Zeit. Eine solche Waffe trug auch der Schwedenkönig Gustav Adolf. Die hat also ein Gewicht von über 2,5 Kilo, so eine Pistole. Und die der Schwedenkönig führte, die Pistole hat das gleiche Kaliber, ist aber über 800 Gramm leichter. Die Waffe des Königs, eine sogenannte Radschlosspistole, damals die modernste und teuerste Waffe, eine beliebte Beute. Was sich nach einer Schlacht abgespielt hat, zeigt dieses zeitgenössische Gemälde. Gefangene werden verhört, Pferde beschlagnahmt, den Toten Stiefel, Wams und Waffen genommen. Am Ende bleiben sie nackt auf dem Schlachtfeld zurück. So wie die Toten im Massengrab von Lützen. Sind es nun schwedische oder kaiserliche Soldaten? Alle Daten, die erhoben sind, deuten eher darauf hin, dass wir überwiegend Soldaten haben, die aus dem norddeutschen Raum stammen. Möglicherweise auch Einzelne vielleicht aus Schottland oder aus Südeuropa. Die meisten Toten des Massengrabs waren vermutlich Deutsche in schwedischen Diensten. Womöglich gehörten sie zur legendären Blauen Brigade, die entlang der Straße von Lützen nach Leipzig fast vollständig aufgerieben wird. Weil man natürlich da sagen muss, dass eben diese schwedische Infanterie eigentlich eine deutsche Eliteeinheit war, also die aus Deutschen bestand. Über die Toten im Massengrab lässt sich noch mehr sagen. Die meisten waren unter 30, viele wiesen Verwundungen aus früheren Kämpfen auf. Sie waren vermutlich deutsche Söldner, die für wenig Geld ihr Leben riskierten. Ihr Tod in Lützen an der Seite des schwedischen Königs Gustav Adolf verhalf niemandem zum Sieg. Die Schlacht endet unentschieden. Der 30-jährige Krieg geht weiter. Noch 16 schreckliche Jahre. Das nächste Schlachtfeld erzählt vom blutigsten Konflikt des 20. Jahrhunderts. Anfang 1945 erreicht die Rote Armee die Oder. Das kleine Rittergut Klessin soll den Sturm auf Berlin aufhalten. 6. März 1945, deutsche Soldaten an der Oderfront. Auf der anderen Seite bereiten sich sowjetische Truppen auf den Angriff vor. Das letzte Aufgebot der Wehrmacht gräbt sich ein. Es ist der Countdown zum Untergang. Und das ist davon übrig geblieben. Eine der wenigen Überlebenden erinnert sich. Wir wussten, der Krieg ist verloren. Es ging darum, alles zu tun, dass man eben überlebt. Die Front muss halten, um jeden Preis. Die Parole damals: fällt Klessin, so fällt Berlin. Und da waren wir von 30 Mann zwei übrig geblieben, mein Melder und ich. Und wir haben eben das Glück gehabt, rauszukommen. Ja. Das Schlachtfeld von Klessin, 70 Jahre später. In den Schützengräben liegen noch immer die Toten der Schlacht, unbestattet, unerkannt, vermisst. Seit 1998 suchen Mitglieder des Hamburger Vereins zur Bergung Gefallener in Osteuropa zweimal im Jahr nach den toten Soldaten. Tausende, so schätzen die Experten, wurden hier nach Kriegsende einfach verscharrt.
Die Schlachtfeldarchäologen graben sich durch ein bizarres Netzwerk aus Schützengräben und Unterständen. Hier ist wahrscheinlich ein Unterstand gewesen, eine kleine Nische, wo vielleicht jemand sich zum Schlafen oder zum Ausruhen hinten gehockt hat. Kurz vor der Schlacht. Seltene Tonaufnahmen für die Propaganda. Bitte, Mutti, der eine ist noch ganz in Ordnung. Und sonst, der Russe lässt euch hier in Ruhe, was? Ach, um einmal geht's. Ja, jetzt sind er mehr wie wir. Die Russen, das sind über 1 Million Soldaten, 20.000 Panzer und täglich werden es mehr. Schon Ende Januar 1945 entsteht ein erster Brückenkopf westlich der Oder. Dann kommt der Angriff zum Stoppen. Vorerst. Wir hatten mit unserem Leutnant gerade in Loch gebuddelt und wollten mal einen Bunker bauen. Wir lagen hier unter freiem Himmel. Nicht über uns, freier Himmel, 8 Grad Kälte. Und dann ging um 10 Uhr das Trommelfeuer los. Und das wurde dann immer doller, immer doller. Das ging dann, ja, 3 Stunden, ja. Und jeder suchte sich nun so in seiner Stellung, sag ich mal so, die tiefste Stelle und hat gehofft, hoffentlich geht das vorüber. Und dann kam das wie eine Feuerwalze auf einen drauf zu. Die Erde zittert. Und sie liegen jetzt da als armes Würstchen. Heinz Muczynski ist damals 19 Jahre alt. Er hat Glück. Am 10. März entkommt er schwer verletzt aus der Todeszone von Klessin. Die Last der Erinnerung treibt den über 90-Jährigen an, bei der Bergung von Gefallenen zu helfen. Mit etwas Glück finden die Forscher Erkennungsmarken. Die Zeit hat sie oft unkenntlich gemacht. Doch nur wenn die Angaben vollständig sind, lässt sich ein Schicksal klären. Und nur dann bekommen die Toten einen Namen zurück. Briefe, Tagebücher und Fotos werden geborgen. Sie könnten wertvolle Hinweise liefern, wenn sie besser erhalten wären. Feldpost. Feldpostbriefe. Ein paar Meter weiter liegen die Soldaten, die ihre Briefe nicht mehr abschicken konnten. Denn ab dem 10. März war das Rittergut Klessin von der Roten Armee umstellt, einige 100 deutsche Soldaten eingekesselt. Sie graben sich ein, um sich vor der sowjetischen Artillerie zu schützen, so gut es geht. Ja, wir haben einen Oberarm und um dem Oberarm sind die Reste von einem Hosenträger. Und jetzt habe ich gefunden, dass der Oberarm Granatsplittertreffer hatte. Und man hat wahrscheinlich versucht, mit dem Hosenträger das Blut zu stillen. Klessin wird zur tödlichen Falle. Die Rotarmisten graben sich an die deutschen Stellungen heran. Das Netzwerk des Todes, wie es damals keiner sah. Rot markiert die Stellungen der sowjetischen, blau die der deutschen Truppen. Zu diesem Zeitpunkt waren ca. 200 Soldaten in Klessin, haben sich versammelt. Die Schwerverwundeten mussten in den Kellern zurückbleiben und haben versucht, in einem nachts mit Zurücklassung eigentlich der gesamten Ausrüstung, außer Gewehr, Handgranaten, was man zur unmittelbaren Verteidigung benötigt hat, sich über die russischen Linien zu schleichen. Der Weg führt über mehrere Linien russischer Schützengräben, die eng gestaffelt hintereinander liegen. Ein riskantes Unternehmen. In jedem Graben lauert der Tod. Damit bei der Gefallenenbergung keine Erkennungsmarke entgeht, wird die Erde noch einmal mit dem Metalldetektor untersucht. Mit Erfolg. Wieder ein Schlüssel zur Identifikation eines Toten. Infanterieersatzbataillon 469. Ein paar Buchstaben, ein paar Zahlen. Sie könnten Auskunft geben über ein Leben, das bei Klessin ein jähes Ende nahm. Über 1000 Tote sind hier in den letzten Jahren geborgen worden. Albrecht Laue leitet die Ausgrabungen ehrenamtlich. Die 9 Funde meldet er der ehemaligen Wehrmachtauskunftsstelle in Berlin. Hier liegen die Akten aller Angehörigen der ehemaligen Wehrmacht. Und nur hier können die Erkennungsmarken einem Vermissten zugeordnet werden. Fast 20 Millionen Namen sind verzeichnet. Die Marke gehörte einem Grenadiergefreiten aus Wesermünde bei Bremerhaven, der im Februar 1945 an die Oderfront verlegt wurde.
In den Akten findet ein Mitarbeiter der Dienststelle, wann der Gefreite seinen letzten Brief von der Front geschrieben hat. Also seine letzte Nachricht, 7.3.45 aus dem Raum Berlin-Klessin. In den Suchlisten des Deutschen Roten Kreuzes findet sich sogar ein Bild des Gefallenen. Heinrich Mensing, 5-mal verwundet, er wird nur 23 Jahre alt. Heinrich Mensing gehörte nicht zu den in Klessin eingeschlossenen Soldaten. Er kam vermutlich am 19. März 1945 bei einem Angriff ums Leben, der die Eingeschlossenen befreien sollte. Wir vermuten, Gefreiter Mensing hat daran teilgenommen als MG-Schütze. Gemäß der vorhin angeschnittenen Unterlagen der Heeresgruppe Weichsel wissen wir inzwischen, dass offiziell 55 Soldaten als gefallen gemeldet wurden und ich denke 148 als vermisst. Der von uns hier geborene Gefreite Mensing ist mit an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit bei diesem Angriffsunternehmen dabei gewesen und zählt zu den 148 Vermissten. 4 Wochen dauern die Kämpfe, dann überrennen 1 Million Rotarmisten die Oderfront auf der gesamten Breite. Stalin fordert, Berlin so schnell wie möglich zu erobern. Mit brachialer Gewalt überrollen seine Truppen die deutschen Stellungen. Gefangene werden nicht gemacht. Das Schlachtfeld kurz nach dem sowjetischen Durchbruch. Die deutschen Soldaten blieben im Zuge dieser Kampfhandlungen auf den Äckern zurück und sind dann erst später von den Zivilisten in die Gräben gezogen worden. Aber die Gräben waren in dem Zuge eben sowjetische Schützengräben, die natürlich dann nicht mehr besetzt waren. Und das ist ein Grund, warum wir heute in den sowjetischen Schützengräben nicht nur sowjetische Kriegstote finden, sondern eben auch deutsche. Von den Stellungen rund um Klessin sind bis heute nicht einmal 10% freigelegt. Es wird noch Jahre dauern, bis alle Toten geborgen sind. Doch die deutschen Schlachtfeldforscher bekommen Hilfe von Freiwilligen aus Polen, Russland, der Ukraine, Frankreich und der Schweiz. Und immer wieder auch von einem der wenigen Überlebenden. Dieser Tag ist natürlich in meinem Leben der entscheidende Tag. Wenn ich Ihnen das erzähle, was man da an einem Tag erlebt, erleben andere ihr ganzes Leben nicht. Ja. Und jedes Mal, wenn ich herkomme, Entschuldigung, ja, berührt einen das. Nee. Die Erinnerung an das tausendfache Sterben, sie hält ein ganzes Leben an. Wie viele Tote im Oderbruch und auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs unbestattet liegen, ist schwer zu sagen. 1 Million deutsche Soldaten werden vermisst. Seit über 3000 Jahren ist Deutschland immer wieder Schauplatz blutiger Schlachten gewesen. Erst seit 70 Jahren herrscht Frieden. Ein kostbares Gut. Ermöglicht auch durch Europas Einigung, die dem einen großen Ziel dient: Kriege vermeiden, den Frieden bewahren.